Hallihallo meine süßen Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal so meine aktuellen Drogeriefavoriten oder meine aktuellen Drogerieprodukte vorstellen. Es geht heute nur um Körper, Gesichtspflege, also wirklich alles mit dabei. Und ich habe da sehr, sehr gute Produkte in den letzten Monaten, in den letzten Jahren entdeckt, die ich jetzt wirklich schon sehr, sehr lange verwende und sehr zufrieden mit denen bin. Und heute möchte ich euch alles vorstellen, sozusagen meine ganze Körperpflege. Und ja, falls euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, ich habe euch jetzt näher rangeholt, damit ihr die Produkte einfach auch besser sehen könnt. Und ich würde sagen, wir starten. Und ich würde sagen, wir starten. Als erstes fange ich hier mit dieser Box an. Diese Box steht in meinem Kosmetikschrank. Und genau, und da nehme ich mir dann immer was raus. Ich finde das total praktisch, wenn man solche Boxen, die gibt es bei Ikea oder sonst wo, halt hat, weil wenn man den Schrank putzt, dann muss man nicht die ganzen einzelnen Produkte so rausholen, sondern ich kann die einfach zusammen alle rausnehmen und kann dann da ganz leicht putzen. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch geben kann. So, dann starten wir mit dem Deo, denn damit fange ich morgens immer als erstes an. Und da habe ich zwei Produkte. Einmal hier von CL, das ist dieses Antitranspirant-Fluid ohne Alkohol und ohne Parfüm. Und das ist mir halt sehr wichtig, weil vorher habe ich immer Sachen verwendet, auch mit Alkohol. Und Alkohol trocknet die Haut halt sehr stark aus und deswegen mochte ich das auch nicht so unter meinen Achseln. Und das ist mit Aluminiumsalzen, aber ich verwende Aluminiumsalze sehr gerne unter den Achseln, weil sie einfach die Schweißbildung sehr stark hemmen. Und ich habe es jetzt wirklich so 3 Jahre ausprobiert mit ohne Aluminiumsalze und bin jetzt dann wieder zurückgegangen. Aber ich kann euch sagen, Aluminiumsalze sind nicht gefährlich. Und das verwende ich sehr gerne, weil es ohne Parfüm und Alkohol ist. Darüber packe ich dann aber auch noch immer diesen CD-Deo-Pflegestick. Und der ist halt auch ohne tierische Inhaltsstoffe, Farbstoffe etc. Also der ist halt auch und ohne Aluminiumsalze, aber den mag ich sehr gerne und das zusammen gibt mir immer so für mich persönlich meinen besten Schutz. Dann kommen wir zum Gesichtspflege. Da ist es so, ich verwende morgens immer ein Hyaluronserum und ein Vitamin C Serum. Die sind allerdings von The Ordinary und das bekommt man jetzt nicht in der Drogerie, deswegen habe ich das jetzt hier in dem Video nicht mit reingenommen. Aber ich habe 2 Gesichtscremes, die ich sehr gerne verwende und die bekommt man auch nur in der Drogerie. Und zwar sind die von Isana Med. Einmal die Hydrofeuchtigkeitscreme und das Akutpflegeserum. Das ist mit Urea. Und das verwende ich am liebsten abends. Und zwar mische ich da immer mein Retinol rein. Ich verwende auch das Retinol von The Ordinary. Und das ist, hat so eine ölige Konsistenz. Und pur auftragen ist nicht so meins, weil ich mit so öligen Sachen, ich mag das nicht so gerne, dieses ölige Gefühl. Aber ich gebe von dem Retinol dann immer 7 Tropfen. Also ich gebe hier so eine haselnussgroße Menge, vielleicht auch so ein bisschen mehr in meine Handfläche, packe dann 7 Tropfen vom Retinolöl rein, vermische das gut auf meine Hand und trage das dann über mein ganzes Gesicht, Hals und Dekolleté auf und dafür ist diese Creme perfekt. Ich benutze die auch gerne als Primer, weil die auch sehr gut mit dem Make-up funktioniert. Die bröckelt halt nicht ab, zieht super schnell ein, also man hat auch kein klebriges Gefühl. Die ist sehr, sehr gut, die habe ich schon so vielen Freunden empfohlen und die sind alle total begeistert davon. Und sie spendet natürlich sehr stark Feuchtigkeit. Außerdem verwende ich gerne von Isana Med dieses Akutpflegeserum für sehr, sehr trockene Haut. Das trage ich zum Beispiel manchmal halt, oder habe ich nicht mehr, da habe ich jetzt was anderes gefunden. Aber ich habe das immer sehr gerne auf meine Unterschenkel aufgetragen, weil die meistens sehr stark trocken sind. Das nehme ich jetzt für Bereiche an meinem Körper, die wirklich extrem trocken sind und die ich sehr stark, denen ich sehr stark Feuchtigkeit zuführen muss. Das spendet mir super, super Feuchtigkeit und danach ist die super weich, super angenehm und ich bin so froh, dass ich das entdeckt habe. Also wer auch unter sehr trockenen Bereichen an seinem Körper leidet, dem kann ich das wirklich sehr empfehlen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Mir hat es sehr geholfen. Dann hier in meiner Box ist das mein Gesichtswasser. Das trage ich morgens zur Reinigung auf und das ist von Balea Med, das Ultra-Sensitiv-Wasser ohne Parfüm, Parabene, Farbstoffe. Das mag ich sehr gerne. Es ist sehr ergiebig, reinigt, spendet Feuchtigkeit, ist kein Micellenwasser und das hatten die erst geändert, dann haben sie es wieder eingeführt in die alte Variante, worüber ich sehr happy bin und ich liebe das einfach. Ich verwende das wirklich sehr, sehr gerne und kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dann kommen wir zu meiner Reinigung abends und da habe ich auch 2 Produkte und zwar von Isana. Einmal von Isana Men und von Isana Direkt.
Da habe ich hier das fliegende Reinigungsöl und ich muss euch ehrlich sagen, das ist das beste Abschminkprodukt, was ich je in meinem Leben hatte. Ich habe sonst immer von Balea dieses Zwei-Phasen-Zeug verwendet oder halt auch von Maybelline etc. Aber bei dem ist es wirklich so, dass ich überhaupt keine Rückstände habe. Und es ist total praktisch und leicht anzuwenden. Und zwar einfach auf dem trockenen Gesicht. Ihr gebt euch damit großzügig auf die Hand, reibt das rein. Das löst wasserfeste Mascara. Ich massiere das gut ein. Gesicht, Hals, ne? Also alles, wo ich mein Make-up trage. Und das löst wirklich alles runter und danach wäscht man das Gesicht und danach ist euer Gesicht komplett trocken. Also es ist nicht so, dass man danach einen öligen Film auf der Haut hat oder so oder dass es schwer zum Entfernen ist. Das Problem hatte ich nämlich bei dem Balea-Reinigungsöl, aber das ist wirklich viel, viel besser und das funktioniert wirklich super und ich kaufe mir das auch immer wieder nach. Das ist jetzt schon meine dritte, vierte Bottle und ist aber auch sehr ergiebig. Also so eine Flasche hält auch recht lange und probiert es auf jeden Fall mal aus, weil für mich ist das wirklich die leichteste Make-up-Entfernung, die ich jemals hatte, ohne zu reiben an der Haut oder mit Wattepads oder, ne? Also es holt das wirklich sehr stark und sehr leicht runter und das mag ich an dem sehr gerne. Danach wasche ich mir aber dann doch nochmal Gesicht, weil ich dieses Waschgefühl mag. Aber da muss man natürlich gucken, dass man irgendwas verwendet, was halt sehr sensitiv nicht so ist. aggressiv, also milde Tenside verwendet. Und da nehme ich gerne von Isana Man die Wash Cream Sensitive mit Kamille und Panthenol und damit wasche ich danach nochmal mein Gesicht. Und die funktioniert auch super und die trocknet die Haut überhaupt nicht aus. Und das riecht halt so ein bisschen Herbst, hat so einen Männergeduft, aber das stört mich gar nicht. Und damit wasche ich mir danach dann nochmal das Gesicht, obwohl man es eigentlich nicht machen müsste, weil, wie schon gesagt, dieses Öl aktiviert sich mit Wasser und dann wird es zum Schaum und geht halt von alleine runter. Also eigentlich müsste ich es nicht, aber ich brauche danach nochmal was zum Waschen und deswegen nehme ich das. So, dann kommen wir zu meinem Sonnenschutz. Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Ihr wisst, ich liebe Sonnenschutz. Mir ist das ganz wichtig. Ich trage immer Sonnenschutz im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter. Und da habe ich meine absoluten Lieblingsprodukte. Die habe ich euch schon mehrmals vorgestellt. Und zwar ist das von Sundance, das Ultra Sensitive Sonnenfluid Lichtschutzfaktor 50. Und von Nivea Sun, der mattierende Sonnenschutz. 0% fettiges Hautgefühl. Und ich mag die beiden Produkte. Das verwende ich für meine Hand und für meinen Arm, also für meinen Unterarm, auch fürs Dekolleté. Und das verwende ich für meinen Hals und für mein Gesicht, manchmal aber auch fürs Dekolleté. Und ich sag mal, so pro Monat verbrauche ich eine so eine Tube. Ich trage das großzügig aus. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das großzügig auftragt. Und das Tollste an der ist einfach, es weißelt nicht, man sieht nicht danach aus wie ein Gespenst, es schmiert nicht, es ist komplett matt. Man kann es unter Make-up tragen, das funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Egal wie dick ich das auftrage, Make-up hält da drauf, es bröckelt nicht. Und vor allem, man hat halt wirklich kein klebriges Hautgefühl, weil das war vorher das Problem, das ich immer hatte. Ich mag dieses speckige Gefühl nicht, ich komme darauf nicht klar. Ich hasse das auch am Körper. Ich hoffe, dass es sowas irgendwann auch für den Körper gibt. Das habe ich bisher halt noch nicht gefunden. Aber das ist auf jeden Fall mein absoluter Lieblingssonnenschutz. Ich habe es mir auch schon angewöhnt beim Autofahren. Habe trage ich jetzt. Gut, ich kann es gar nicht erzählen. Ich trage beim Autofahren jetzt schon so Handschuhe, so Fingerlinge, so hautfarbene, weil man natürlich am Lenkrad, da scheint halt das Licht immer auf die Hand. Natürlich ist es eingecremt, aber um es zu schützen, trage ich jetzt auch schon so Baumwollhandschuhe beim Autofahren. Ja, so weit ist es schon bei mir gekommen. Wenn ich mal ein Peeling machen möchte, was aber sehr, sehr selten ist, ich mag nicht so gerne mechanische Peelings, ich verwende da lieber die Säure-Peelings von The Ordinary. Und, aber wenn ich mal so ein mechanisches machen möchte, habe ich hier noch dieses verfeinernde Peeling-Gel von Isana mit Aloe Vera und Gurkenextrakt. Und das ist auch ziemlich mild formuliert, sehr erfrischend. Und diese kleinen Kugelchen da drin sind auf jeden Fall auch kein Plastik oder sowas. Also es ist abbaubar und damit kann man auch sein Gesicht sehr gut peelen. Also probiert das mal aus. Es spendet auch sehr gut Feuchtigkeit. Also das verwende ich mal so, wenn ich doch mal so was Mechanisches machen möchte, weil die letzte Zeit hatte ich sehr trockene Haut hier um die Nase und das hatte mir dann geholfen. Jetzt ist das wieder weg. Und für meine Körperpflege habe ich jetzt auch was gefunden, was mir sehr gefällt. Und zwar ist das von Baby Dream, ja, von Baby Dream, das Extra Sensitive Pflege Lotion. Leichte Pflege, empfindliche Haut, ohne Parfüm und damit creme ich meine Beine ein und auch meinen Körper nach dem Duschen. Und das spendet super viel Feuchtigkeit, ist sehr feuchtigkeitsspendend, zieht aber auch sehr schnell
schnell ein und hinterlässt nicht diesen ekligen Bodylotion-Film. Also ich komme damit auch nicht so gut klar. Aber die ist wirklich super, die zieht sehr gut ein. Und ja, und meine Beine sind auch, weil ich habe sonst sehr trockene Unterschenkel und das habe ich jetzt nicht. Ich mache das auch immer nach der Rasur. Also die kann ich euch sehr empfehlen. Diese Bodylotion, die funktioniert wirklich sehr gut. Nicht nur bei Babys, sondern auch bei Menschen. Und viele der Produkte habe ich auf dem Kanal von Incipedia entdeckt. Die hat ja einen Hautpflegekanal und ich mag ihren Kanal. Ich habe ihn euch hier auch verlinkt. Dort finde ich immer die tollsten Sachen auch aus der Drogerie und viele dieser Produkte habe ich dann eher kennengelernt und habe sie jetzt lange getestet und bin wirklich sehr zufrieden damit. Also schaut mal auf ihrem Kanal. Dann kommen wir zur Pflege für meine eigenen Haare. Jetzt nicht für meine Perücken, sondern für meine eigenen Haare, die übrigens schon ziemlich lang geworden sind. Und ich hoffe, dass ich jetzt in ein paar Monaten auch mal wieder mehr mein eigenes Haar tragen kann. Bei mir ist es einfach so, ich komme mit so Kurzhaarfrisuren nicht so gut klar. Das ist nicht so mein Style. Und deswegen warte ich jetzt, dass es darauf schulterlang ist und dann werde ich es auch wieder öfters tragen. Was bei mir aber so ist, meine Haare sind wirklich sehr, sehr trocken. Obwohl ich sie pflege, sind sie wirklich sehr trocken. Und ich bin jetzt wieder zu einem alten Shampoo gegangen, was ich früher immer verwendet habe. Und das ist von Balea Professional Wonderful Repair Shampoo und Spülung. Das mag ich sehr gerne, weil es doch Feuchtigkeit spendet. Also es hat auf jeden Fall meinen Haaren, meinen stumpfen Haaren ein bisschen Glanz zurückgegeben. Aber ist trotzdem auch nicht mehr so wie früher. Also falls ihr irgendwie einen Tipp habt, aus der Drogerie wirklich ein extremes feuchtigkeitsspendendes Shampoo und Spülung, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Außerdem verwende ich gerne hier von Balea diese Oil Repair Schwerelos Creme Kur. Die riecht auch sehr schön und die ist auch von Ökotest sehr gut bewertet worden. Und damit pflege ich halt meine eigenen Haare, aber auch meine Extensions oder meine Perücken. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Die spendet wirklich sehr schön Feuchtigkeit. Also die kann ich euch auch empfehlen als Haarkur. Und für meine Perücken, das kennt ihr ja schon, verwende ich hier von El Vital das Anti-Haarbruch-Shampoo. Das ist auch sehr gut für Extensions, Perücken. Und das verwende ich schon seit Jahren, weil das wirklich die Haare super pflegt, super feuchtig spendet und das hatte mir mal ein Händler gegeben als diesen Tipp und seitdem verwende ich das und das funktioniert wirklich sehr gut mit jeder meiner Perücken und das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Beim Haarspray verwende ich sehr gerne jetzt Syoss. Ich bin umgestiegen auf Syoss. Ich hatte sonst immer so diese, sage ich mal, DM oder Rossmann Eigenmarken benutzt, aber das ist doch besser. Syoss, ich finde, es gibt wirklich einen sehr, sehr guten Halt und hinterlässt auch nicht diese weißen Flecken, die ich manchmal hatte, so in meinen dunklen Haaren. Deswegen bin ich jetzt hier drauf umgestiegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert wirklich sehr gut. Und ich habe jetzt hier diese Keratin-Variante und bin sehr damit zufrieden. Dann habe ich hier noch von DM Langhaarmädchen ein Hitzeschutzspray. Das habe ich mir jetzt neu geholt und habe es jetzt schon ein paar Mal verwendet. Und ich finde, es funktioniert ganz gut. Es spendet halt auch noch Feuchtigkeit zusätzlich. Ich hatte sonst immer deren anderes von denen. Das habe ich viele Jahre verwendet. Aber das gefällt mir sogar noch besser. Also das solltet ihr auch mal ausprobieren und vor allem, weil es halt auch Feuchtigkeit spendet. Eine Sache habe ich noch vergessen zu zeigen, mein Lieblings-Selbstbräuner, den Sankt Moritz. Damit gebe ich mir immer ein bisschen Bräune im Sommer. Das mache ich so einmal die Woche, manchmal aber auch zweimal die Woche, weil es dauert immer ein bisschen, man muss es eincremen, einwirken lassen. Ich gehe damit nicht schlafen, das ist nicht so meins. Genau, aber die gibt es auch schon bei Rossmann und bei DM. Das heißt, dort kann man die auch schon kaufen. Und das ist wirklich für mich der beste Selbstbräuner in der Drogerie. Ja, meine Mäuse, das sind also meine aktuellen Drogeriefavoriten oder meine Lieblingsprodukte aus der Drogerie. Ihr bekommt die natürlich bei jedem DM, bei jedem Rossmann. Sie sind günstig und sie funktionieren wirklich. Ich habe sie sehr lange jetzt getestet und möchte auch gar nicht umsteigen. Also mir liegt es gar nicht daran, irgendwas Neues auszuprobieren, weil ich sehr zufrieden bin mit den Produkten. Ich habe euch alle unten auch noch mal in die Infobox reingeschrieben. Das heißt, ihr könnt ihr gerne nachschauen, falls ihr eins der Produkte wissen wollt, welche das war oder ne, oder wie das heißt, findet ihr das auf jeden Fall unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, falls du noch hier gelandet bist und dir vorstellen kannst, mir länger zu folgen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Es ist kostenfrei und mir bedeutet es, ja, mir bedeutet es halt wirklich sehr viel, deswegen würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann!